Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Chroniki Mülltonny. ja. Ich bin hier noch bei dem komischen Haus von dem Alchemisten, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Und ich war auf dem Weg in die Stadt. Ja, hier gehe ich jetzt auch hin. Sollte mein Sound ein bisschen anders sein, muss ich also sagen, ich bin jetzt hier in einem anderen Zimmer, weil ich bin umgezogen. Dann kam jetzt auch ein paar Tage nichts mehr von mir. Aber ich bin jetzt natürlich wieder fleißig am produzieren. Ja, verbrauchter Baum. Ja. Wie gesagt, ich bin am produzieren jetzt. Damit ich ein bisschen was raushauen kann. Mein Internet ist schlechter als vorher. Also das kann aber gut sein. Kann nur gut gehen. 100 Pro. Nein, nicht, das ist 200 Pro. Aber mal gucken. Ich kann auf jeden Fall in die Stadt gehen. Da lerne ich dann ein bisschen was übers Jagen. Noch. Damit ich mehr Geld verdienen kann. Das ist wichtig. Ihr wisst ja, ich hatte immer Geldprobleme, weil ich immer richtig broke war. Jetzt geht's eigentlich, aber. Man kann nie genug Geld haben. Also. Ich scanne hier noch mit der Armbrust und dann. Auf. Ach, stimmt, ich muss ja die Dialoge lesen. Gerke. Ich glaube, den lese ich immer vor. Den Gerke. Auf zu der Stadtwache. Ich muss aber auch noch diesen Geheimgang nehmen. Durch die Kanalisation. Ich will da reingehen. Ich will hier Viecher klatschen. Raus mit den Viechers. Ja, große Läufer. Sind da Monster? Steck die Waffe. Oh, wobei. Ich glaube, da habe ich sogar was. Wo war denn das? Weg mit der Waffe! Genau. Ah. Steck die Waffe weg! Hast du schon einen Passierschein? Oh, der Dietrich. Hier ist mein Pass. Ich will da rein. Wie bitte? Lass mich mal sehen. Wie bitte? Ich muss zugeben, dass du mich überrascht hast. Wenn ich dich so anschaue, habe ich dich eher für einen illegalen Versuch gerechnet, in die Stadt zu kommen. Die Papiere sind in Ordnung. Es gibt nichts, was dich daran hindert, hineinzugehen. Nimm das Eisen hoch. Oh yeah, in die Stadt. Kurin ist 2.0. Furek. Hallo, ich glaube, ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du zum ersten Mal in unserem großen Arholos? Du musst nicht antworten. Es gibt nichts, wofür du dich schämen musst. Es gibt immer ein erstes Mal, nicht wahr? Mein Name ist Furek und ich kümmere mich um alle Verlorenen in dieser großen Stadt. Gibt es vielleicht einen bestimmten Ort, zu dem du gerne gelangen möchtest? Oder bist du vielleicht an einer unserer Karten interessiert? Nein, ich gehe einfach weg. Und vergiss nicht, unseren Stand zwischen der Kaserne und der Altstadt zu besuchen. Ja, nein, hau ab. Denn so läuft das hier. Zerrissene Seite, Gasthaus, okay. Wieso sind meine FPS so schlecht? Why? Why? Halt! Wo bist du denn hin? Nach vorne. Kein Zutritt. I don't understand. Stadtwache. Bürger. Der arme Kerl kann einem leid tun. Lagune, Badehaus. Läufer, Bürger. Oh. Wer hat dich denn in die Stadt gelassen, du Abschaum? Hast du ein Problem damit? Ja, es gibt immer mehr Penner und Faulenzer wie dich in dieser Stadt. Du wirst hier weder Freunde noch Unterstützung finden. Ja, halt dein Maul. Pisser. P-p-p-p-p-p-p-p-pisser.
Alter, das geht mir auf den Sack jetzt. Ah, okay. Es ist immer noch so. Willst du mich echt verarschen? Okay, damit muss ich klarkommen. Wo komme ich hier denn hin? Und wo willst du hin? Madoc. Hier kommt niemand durch. Ich will mich nicht wiederholen. Verschwinde hier, du kleiner Scheißer. Pass lieber auf, wem du das erzählst. Volkers Mann, Volkers Mann. Wer ist Volker? Oh, du hast hier nichts zu suchen. Okay, okay. Ich wollte doch nur mit den Leuten hier reden. Norman, hallo, bist du neu hier? Ja, das kann man so sagen. Wenn du neu hier bist, würde ich dir raten, zuallererst auf deinen Geldbeutel aufzupassen. Ich spreche hier nicht von Taschendiebstählen, sondern auch von all den Bettlern, die versuchen dir irgendeinen Mist aufzuschwatzen. Wie auch immer. Wenn du einen Lehrer brauchst, bin ich für dich da. Wer bist du? Mein Name ist Norman und ich bin einer von Volkers Leibwächtern. Eigentlich haben wir die meiste Zeit des Tages nicht viel zu tun. Ab und zu sorgen wir dafür, dass das Gold an einem Bestimmungsort ankommt und den Rest konnte ich nicht lesen. Das Positive daran ist, dass ich diese bequeme Rüstung bekommen habe und irgendwo schlafen kann und was zu essen habe. Aber ich glaube nicht, dass es sonst irgendwo so ist. Sobald ich etwas Besseres gefunden habe, werde ich von hier verschwinden. Was kannst du mir beibringen? Ich habe noch nicht allzu viele Jahre auf dem Buckel, aber ich war schon immer auf mich allein gestellt. Musste mich irgendwie durchschlagen. Ich habe ein Schwert, dort eine Axt geschwungen, mit einer Armbrust oder einem Bogen geschossen. Was auch immer dich interessiert, vielleicht können wir das ausarbeiten. Unterrichte mich. Ich will aber hier... Oh, der kann ja alles lehren. Oh, okay. Mich würde aber interessieren, mich würde eher mehr Jagd interessieren. Nirka. Wer bist du? Mein Name ist Nirka, ich bin ein Jäger. Ich gehe immer selten auf die Jagd, die Jahre sind ins Land gegangen. Aber wenn du etwas über die Jagd kaufen willst, wirst du bei niemandem ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis finden als bei mir. Kannst du mir was beibringen? Ich nehme an, dass du eine Gegenleistung verlangst. Leg etwas davon aus und ich bringe dir das Bogenschießen bei und zeige dir, wie du beweglicher wirst. Kannst du mir auch was über die Jagd beibringen? Oh, Reptilien heute, Echsenzungen, Reißzähne. Geil! Wie hat man Tierzähne? Es sollte keine allzu große Mühe sein. Du schneidest das Zahnfleisch auf, um an die Wurzel des Reißzahns zu kommen und du ziehst ihn heraus. Wie zieht man Reptilien die Haut ab? Dafür brauchst du eine Menge Kraft. Du nimmst die Klinge und steckst sie zwischen die Schuppen, so lässt sich der Schnitt relativ leicht durchführen. Du packst eine Hautfalte und ziehst daran, wobei du dich mit der Klinge abstützt. Wahrscheinlich wirst du dabei schwitzen, aber so zähe Häute sind schwer und die kriegst du halt einfach nicht so leicht ab. Echsenzungen. Wie reißt man die Zungen von Feuerwaran heraus? Wenn du es doch tust, sei vorsichtig mit der Haut, denn man kann sich leicht verbrennen. Am besten wartest du eine Weile, nachdem das Reptil gestorben ist. Dann kühlt das ab. Um eine Zunge herauszuschneiden, musst du sie packen, mit aller Kraft ziehen und mit etwas Scharfen tief in den Rachen schneiden. Okay. Du bist gut. Wenn es um das Sammeln von Trophäen geht, werde ich dir nichts anderes beibringen können. Du Keck. Oh, entschuldigen Sie, ich meinte natürlich Sie, Keck. Elit, was machst du? Ich handle oder denke darüber nach, wie ich besser handeln kann. Mein Name ist Elit und du wirst in der Stadt vergeblich nach einem besseren Händler suchen als mir. Zeig mir deine Waren. Was hat der? Oh. Der lauter Gürtel, Ledergürtel. Hat der auch einen... Oh, mit Kettenhemd.
Stärkebonus 3. Schutz 7. Na, ja, Mist, ich habe nicht genug Gold. Ich verkaufe einfach rostige Schwerter und die Sicheln und Messer. Alter, geil. Geile. Hört höher, ihr Einwohner von Acholos. Auf ausdrücken Befehl des ehrenwerten Gouverneurs Morris wird hiermit Folgendes verkündet. Des ehrenwerten Lord Hagen. Lord Hagen. Okay, wo würde ich jetzt eigentlich hingehen? Wo muss ich überhaupt hingehen? Armar. Eine Nadel im Heuhaufen. Die Stadt ist größer, als man von außen vermuten würde. Jetzt könnte ich die Bürgerinnen und Bürger fragen, ob jemand meinen Bruder gesehen hat. Oder direkt zum Sirenegeheu gehen, das Kurt erwähnt hat. Berger, drei Werke für den Alchemisten. Wunderbar. Noch ein Schmarus in der Stadt. Wenn du nur hierher gekommen bist, um dich zu den Obdachlosen zu gesellen, dann kannst du auch gleich vor die Stadtmauer rennen und dich von den Wölfen fressen lassen. Okay. Arschgesicht. Hallo, mein Name ist Frieda. Wenn du Fälle oder Fernkampfwaffen brauchst, bist du bei mir genau richtig. Hast du eine Aufgabe für mich? Kannst du jagen? Ich habe etwas darüber gelernt. Das ist ja toll. Ich habe in letzter Zeit viele Aufträge bekommen und Alan kommt mit der Lieferung der Fälle nicht hinterher. Wenn du zu ihm gehst und ihm bei seiner Arbeit hilfst, würde ich dich gerne belohnen. Jagen mit Alan. Das ist Alan. Hey. Yo, Alan. Bist du ein Jäger? Lederrüstung ist Pflicht. Wildnis. Die echte Wildnis ist im Hafenviertel. Ich bin dort als Waisenkind aufgewachsen, also weiß ich, wovon ich spreche. Im Vergleich zum Hafen ist das Leben hier glückselig und sorglos. Zum Glück konnte ich einen anständigen Job finden und von dort wegkommen. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Klar doch. Erste Lektion, vergiss nicht, dass Geschicklichkeit der Schlüssel ist. Aber genauso wichtig ist die Waffe, mit der du schießt. Selbst der beste Schütze ist mit einem ungeübten Bogen hilflos. Wenn du soweit bist, sag mir Bescheid, dann bringe ich die Grundlagen des Häutens von Tieren bei. Frieda hat mir gesagt, ich soll dir Kassel die Jagd beibringen. Kein Problem, mal sehen, was ich kann. Oh, er kann mir nichts mehr beibringen. Ich bin schon zu gut. Wo kann ich gute Jagdausrüstung bekommen? Wenn dir Friedas Angebot nicht zusagt, kannst du es bei Nirka versuchen. Er jagt zwar nicht mehr, aber ich bin mir sicher, dass er etwas Gutes zu verkaufen hat. Als letzter Ausweg bleiben dir noch die Händler auf dem Marktplatz, aber ich würde dort nichts Hochwertiges erwarten. Oh, ich soll dir beim Jagen helfen. Wie ich sehe, kannst du schon die Grundlagen zur Jagd. Lass uns Scavenger jagen gehen. Nicht Wildschweine. Lass uns Wildschweine jagen gehen. Warum labern mich immer irgendwelche Leute an? Junge, komm her, schnell. Was ist denn los? Selbst der größte Ignorant weiß, dass die Dame keinen Läufer schlagen kann. Du wirst dir vor allen Leuten bezeugen, dass Leon ein gewöhnlicher Betrüger ist. Wovon sprichst du? Halt mich nicht von meiner Queste ab! Schach natürlich.
Warum sollte es sonst gehen? Warte, du hast keine Ahnung, was dieses Spiel ist, oder? Götter, diese Generation ist verloren. Warum mache ich mir überhaupt noch Illusionen? Ich bin da mal weg. Ich will dich nicht weiter unterbrechen. Ich verspreche dir, dass du nichts bereuen wirst. Schließlich bekommt nicht jeder im Leben die Chance, mit Kuno, einem bescheidenen Politiker, im Land des Landes zu sprechen. Und das über Schach. Was keinen interessiert. Wieso quatschen die mich immer an? Hallo. Ich glaube, ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du zum ersten Mal in unserem großen Arroloch? Mein Name ist Kolleg und ich kümmere mich um die Verlorenen. Alter. Halt dein Maul. Hört auf, fremde Leute anzulabern. Leute, die hier... Oh, Alan ist aber richtig gut. Er ist richtig krass. Habe ich schon gesagt, dass ich das nicht mehr gewohnt bin? Oh, der hat mich sogar getroffen. Alan räumt einfach auf. Der haut hier die Scavenger weg wie nichts. Oh, da hinten ist ein Bär. Sehen Sie an. Du machst das gut. Langsam machst du den Dreh raus. Warte, siehst du das? Sieht aus wie Schuhabdrücke. Du hast recht. Sie sehen frisch aus. Lass uns nachsehen, wem sie gehören. Genau, greif die Wildscavenger an. Alter, der haut die ja auch weg. Oh, one hit. Bitte greif den Bären an. Greif einfach den Bären an. Komm. Scheiße. Fuck. So. Okay. Dann kann ich jetzt hier speichern. Damit ich dann den Punkt nochmal neu laden kann, sollte ich gegen den Bären sterben. Hier gibt es noch Scavenger-Fleisch. Mobbingkreis. Tod dem Bären. Verdammt, sondern in der Stadt. Und der arme Kerl wurde trotzdem von einem Bären gefressen. Heute habe ich genug Aufregung gehabt. Ich werde Frieda sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Okay. Ich habe nicht gesagt, wie die das Fleisch will. Roh oder gebraten? Oh, Goblin-Bären, das ist sehr gut. Sehr gut. Im Bären. Mist. Die anderen Scavenger sind schon weg. Na egal. Hauptsache, ich habe die Erfahrungspunkte bekommen. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Okay, dann kann ich beim nächsten Mal in der Taverne. Ich meine, die Taverne, Sirenengesang gehen. Und da mal nach Jorn gucken. Und ich könnte noch zu der Tulla hingehen und der sagen, dass ich fertig bin.
Also eigentlich hat ja der Typ alles gemacht und ich gar nichts, außer Bär zu töten. Und das beim letzten Mal voll gegen den Bären ab, nicht beim letzten Mal. Ah nee, das war was anderes. Das ist nicht so wichtig. Wo ist denn die? Obdachloser. Hilf mir. Leider kann ich dir nicht helfen. Du hast mich nicht besonders sonderlich überrascht. Okay. Okay. Drei Matrosen, schreibt Backstadt. Bist du auch ein Matrose? Nein, du bist ein Flüchtling. Oh. Der Novize wollte nicht, dass ich da drin bin.